Liebe Freundinnen und Freunde, ich grüße euch im Namen von NAVDEM, dem Demokratischen Gesellschaftszentrum der Kurdinnen und Kurden in Deutschland. Ich begrüße euch zu unserem gemeinsamen Protest gegen die deutschen Rüstungsexporte, ob nach Kurdistan, ob in den Jemen, ob nach Saudi-Arabien. Wir wollen nicht, dass in diesem Land weiter Rüstungsmittel, Waffen, Panzer oder Bomben produziert werden und überall in die Welt verschickt werden. Es sind die schmutzigen Deals von Unternehmen wie dem Rüstungskonzern Rheinmetall, die den Krieg des türkischen Staates gegen die kurdische Bevölkerung erst möglich machen. Wenn wir für Frieden in Kurdistan, dem Mittleren Osten und der ganzen Welt einstehen wollen, müssen wir uns zuallererst gegen die Geschäfte solcher gewissenlosen Unternehmen stellen, die durch Kriege überall auf der Welt Profite machen. Rheinmetall spricht offen von der Ausweitung ihrer Türkei-Geschäfte. Auch eine Panzerfabrik in der Türkei soll mit Hilfe des deutschen Rüstungsunternehmens aufgebaut werden. Mit Panzern aus deutscher Produktion wurde bereits in den 90er Jahren ein schmutziger Krieg in unserer Heimat Kurdistan geführt. Und auch aktuell kommen zahlreiche deutsche Waffen an den Kriegsverbrechen der Türkei in Nordkurdistan und in anderen Teilen Kurdistans zum Einsatz. In Afrin wurde mit Hilfe dieser Waffen ein türkisch-islamistisches Regime etabliert, in dem weiter gemordet, geplündert und vergewaltigt wird. Und nun wollen die Aktionäre von Rheinmetall sich in Berlin für diese schmutzigen Geschäfte feiern lassen. Wir werden hierbei nicht tatenlos zusehen. Wir begrüßen aus diesem Grund ausdrücklich unseren heutigen gemeinsamen Protest gegen die Hauptversammlung von Rheinmetall hier in Berlin. Wenn wir uns vor Augen halten, dass ehemalige Bundesminister wie Franz Josef Jung und Dirk Niebel nach ihrer politischen Karriere bei Rheinmetall weiter Karriere machen und kräftig am Kriegsgeschäft mitverdienen, dann wird deutlich, wie sich die außenpolitischen Interessen von der Bundesregierung und den Rüstungskonzernen wie Rheinmetall überschneiden. Auch die Unterschriften des Ex-Außenministers Gabriel unter Rüstungsdeals mit Ankara noch während des völkerrechtswidrigen Besatzungskrieges der Türkei in Afrin passen da ins Bild. Am 8. Mai jährt sich der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, was unseren Protesten gegen Rheinmetall eine besondere Bedeutung verleiht. Dieser Tag symbolisiert die gemeinsame Verantwortung der Öffentlichkeit in Deutschland und weltweit gegen jegliche faschistische Diktatur, egal wo auf der Welt, einzustehen. Und was wir derzeit in der Türkei erleben, ist die Etablierung eben einer solchen Diktatur. Das AKP-Regime führt im Bündnis mit der faschistischen MHP im Inland einen Vernichtungsfeldzug gegen jegliche Vielfalt und Opposition. Sie schreckt nicht davor zurück, ganze kurdische Städte dem Erdboden gleichzumachen. Sie führt gemeinsam mit islamistischen Kräften wie der Al-Nusra oder dem Islamischen Staat einen offenen Krieg gegen die Errungenschaften von Rojava. Und sie wird bei all dem unterstützt von der Bundesregierung und Waffen aus deutscher Produktion. Gerade anlässlich des Tages der Befreiung können und werden wir nicht dulden, dass ein deutsches Rüstungsunternehmen aktiv am Aufbau einer faschistischen Diktatur in der Türkei mitwirken und profitieren darf. Auch und besonders deswegen protestieren wir heute gemeinsam gegen Rheinmetall. Lasst uns gemeinsam ein deutliches Zeichen gegen Rüstungsexporte in die Türkei und weltweit setzen. Deutsche Waffen raus aus Kurdistan!